ich euch eins sagen kann, Nachtdienst zerlegt einfach alles. Du kommst komplett aus Rhythmus raus und du fühlst dich, als ob du 3 Tage durchgesoffen hast. Die letzten Tage waren echt krass, mega viel gearbeitet. Der G20-Gipfel war da, waren wir. Danach hatten wir direkt wieder Einsätze. Heißt, ich leiste so in knapp 1,5 Wochen einfach mal 150 Stunden. Kann man auch machen, würde ich sagen. Naja, heute mal ein Tag frei und der wird natürlich genossen. So Leute, jetzt soll es endlich ins Training gehen und schaut mal hier, neuer Stringer am Start. Ich habe mich übelst gefreut, als Rocker mir den zugeschickt hat. Endlich ein schlichter Stringer, so wie ich es mir vorgestellt habe. Schön, einfach, gut geschnitten, gutes Material. Ich habe mich wirklich richtig krass gefreut, weil ich einfach sehr gerne mag, mich relativ schlicht zu kleiden. Und da meinten die, Kai, wir haben dir individuelle Stringer zugeschickt, die sind genau für dich gemacht quasi und richtig drüber gefreut. Und ja, jetzt geht's ins Training und da gibt's auch schon direkt die nächste Neuigkeit. Heute der exklusive Test von Rocker Mind Booster, der jetzt noch nicht erhältlich ist, der wird erst irgendwann bald kommen. Ich bin wirklich gespannt, was der so kann, weil gerade bei Mind Boostern, die auf dem deutschen Markt erhältlich sein sollen, ist das natürlich immer so die Sache, weil die Substanzen, die in den Mind, sag ich mal, knallen, die sind eigentlich hier verboten. Und deshalb, mal gucken. So Leute, der Booster, der scheppert schon ordentlich. Ich habe mir auch sagen lassen, dass da gut viel Koffein drin ist. Also mal gucken, ob ich das heute Abend vorm Schlafengehen auch noch merken werde. Naja, werden wir sehen. Jetzt geht's erstmal ins Training und heute wollte ich einfach mal wieder so ein Video machen, wo ich euch so ein bisschen erkläre, ja, warum oder wie schaffe ich es, so viel zu cheaten und nicht fett zu werden und auch, wie verhalte ich mich eigentlich nach solchen krassen Cheat Days. Und da ist für mich immer so eine Regel, dass ich auf jeden Fall den nächsten Tag erstmal faste, dann geht's erstmal ins Training und dann muss es was Vernünftiges zu essen geben. Heißt, für mich ist es auf gar keinen Fall eine Lösung, nach solchen Cheat Days krass zu eskalieren und zu sagen, ja alles klar, ich esse den Tag gar nicht, weil im Nachhinein, heißt den zweiten Tag zum Beispiel, wirst du dann auf einmal wieder irgendwelche Hungerattacken haben, irgendwelche Fressanfälle bekommen. Deshalb lieber vernünftig weitermachen, aber kontrolliert. Und so ist erstmal mein Plan. Jetzt geht's erstmal ins Training, das ist nämlich das Wichtigste überhaupt. Und los! Come lift your head up, the darkest light, echoes of heaven, here tonight, here now. It's black on black, it's red. Leute, Training ist durch und jetzt mal eine kurze Rückmeldung zu dem Mind Booster. Klar, Mind Booster bedeutet, dass es auf den Fokus gehen soll und nicht auf den Pump. Dementsprechend bei der Pump auch nur geht so. Ich habe noch ein bisschen Citrulline in meinen Shake reingemacht und das war es dann auch. Vom Fokus her war das wirklich angenehm, nicht so komplett übertrieben, dass man irgendwie gesagt hat, alles klar, ich habe jetzt irgendwie einen krassen Tunnelblick oder so. Einfach konzentriert bei der Sache und ja, muss ich wirklich sagen, ist gut. Ich bin mal gespannt, was da so an Inhaltsstoffen drin ist, ob da halt auch noch was anderes als Koffein drin ist, aber davon gehe ich mal aus. So, jetzt gibt es erstmal einen Shake und das ist auch immer so mein Shake quasi für die Einsätze gewesen. Heißt, die letzte Zeit und auch die nächste Zeit sehe ich immer zu, dass ich mir so einen Quark-Shake mache. 500 Gramm Quark rein, 400 Milliliter Wasser, dann noch 30 Gramm Whey, sodass ich circa auf 80 Gramm Eiweiß komme. Das ist für mich immer so eine Grundlage, die ich dann drin habe. Dann gibt es meistens noch eine Eiweißriegel, bin ich bei 100 Gramm, meist noch BCAAs 10 Gramm, 110 Gramm. Und dann fehlt nicht mehr viel, die 70, 80 Gramm, die kriegt man schon irgendwie so rein. Und das ist immer so meine Alternative, wie ich auch gerade in den Einsätzen zusehe, dass ich auf meinen Eiweißbedarf komme. Jetzt gibt es erstmal einen Shake, weil später richtig lecker gegessen wird.
Es war wieder so klar, dass ich vergesse, dass ich jetzt gleich ein Skype-Meeting mit Team Rocker habe. Typisch Kai wieder. Der Bereich, wo ihr euch aufhalten werdet, wird also wirklich weitestgehend hier sein. Ein paar Sekunden später. So Leute, Skype-Meeting ist durch und ja, was soll ich euch sagen? Das Skifibo wird einfach nur mega, mega, mega krass. Nicht wundern, wenn ich hier so ein bisschen rot auf dem Bäckchen bin. Ich bin gerade noch auf dem Assi-Toaster gewesen, beziehungsweise mit Mallorca. Ein bisschen Sonne tanken bei diesem grauenhaften Wetter. Und ja, jetzt wollte ich mal kurz auf das Thema eingehen. Kai, wie schaffst du es eigentlich nicht fett zu werden, obwohl du doch so viel cheatest? Und da muss ich als erstes sagen, Leute, ihr seht meist einen Tag aus meiner ganzen Woche. Und die anderen 6 Tage sehen nun mal anders aus, weil ich sehr, sehr viel zu tun habe, weil ich mega viel arbeiten muss. Und dann sehen diese Tage eher so wie heute aus. Heißt, ich mache mir meinen Quarkshake fertig, ich trinke meine BCAAs, hier nehme auch einen Eiweißriegel mit, esse eine riesige Hauptmahlzeit und dann bin ich meist so bei 2400, 2500 Kalorien und ganz häufig dann einfach 1000 Kalorien im Defizit und kann das dann natürlich mega gut ausgleichen. Dazu kommt natürlich noch eine relativ hohe Aktivität, 6-mal die Woche Training, dann auch Dienstsport, wo wir irgendwelche Freeletics-Workouts raushauen, wo ich kurz vorm Kotzen bin und das rafft sich dann einfach zusammen und das darf man nicht unterschätzen, gerade auch wenn man, ich bin 1,90 Meter groß, wiege fast 100 Kilo und wenn man diese ganzen Komponenten damit verbindet, wenn eine Formel packt, dann kann man solche Werte natürlich nicht verbinden mit jemandem, mit einer Frau zum Beispiel, die 1,60 Meter groß ist und 2-mal die Woche zum Sport geht und dann vielleicht auch noch Übungen macht, wie irgendwelche Isolationsübungen die ganze Zeit und noch niemals beim Training wirklich ins Schwitzen kommt. Ganz häufig kommt natürlich auch so der Vorwurf, Kai, du kannst alles essen und wirst nicht fett, du nimmst locker Stoff. Leute, ich biete euch schon seitdem ich mit YouTube angefangen habe an, dass ihr mir einen Test, wo alles getestet wird, egal welche Substanz, mit mir machen könnt. Unangekündigt, Gannikus zum Beispiel, machen das ja. Könnt ihr gerne sagen, wir wollen, dass schmale Schulter getestet wird, dann mache ich das sofort. Ja, die nächste Woche muss ich ca. 100 Stunden arbeiten, aber dann könnte ich, obwohl, das kriege ich bestimmt auch noch in der Woche irgendwie unter. Und ich bin für sowas jederzeit bereit. Wenn ich stoffen würde, dann hätte ich, glaube ich, schon keine Haare mehr auf dem Kopf, weil ihr seht es, meine Geheimratsecken werden immer mehr. Genetisch bedingt bin ich leider dafür der Kandidat, der nicht mehr allzu lange seine Haare haben wird und davor habe ich einfach viel zu viel Schiss, auch wenn das eigentlich so ein Grund ist, wo die meisten sagen, ja, ist mir doch egal, ob ich Haare habe, aber für mich ist das schon irgendwie, ich würde gerne noch ein bisschen meine Haare haben und wenn ich stopfen würde, ich glaube, dann hätte ich schon lange meine Haare nicht mehr. Naja, wie gesagt, ihr könnt gerne den Test bezahlen, ich habe gehört, dass der relativ teuer ist. Eine lustige Anekdote aus meinem Leben noch, von der Polizei aus muss man regelmäßig so einen Check machen, um überhaupt ein Kraftfahrzeug fahren zu dürfen und da wird das Blut getestet, das Urin wird getestet, allgemein einmal komplett durchgecheckt und dann habe ich so die Ärztin gefragt, ja, ich bin so relativ aktiv beim Social Media und mache auch so Kraftsport und Bodybuilding und da geht es ja häufig auch um Doping, können Sie nicht einfach mal einen Haken mehr setzen, dann können Sie meine Testosteronwerte und was weiß ich alles testen. Natürlich gibt es 1 Million Möglichkeiten zu dopen, aber das ist doch schon mal so ein Indiz, ob die Werte so weit erhöht sind, dass es da schon auf jeden Fall den Verdacht eines Dopings geben würde. Und da meinte sie natürlich zu mir, wie es zu einer Ärztin gehört, über sowas müssen Sie drüber stehen. Da müssen Sie wirklich einfach mal charakterliche Stärke zeigen und dann werden Ihnen die Leute das auch glauben. Alles klar, danke für das Gespräch, hat mich jetzt nicht weitergebracht unbedingt. Sie hätten einfach nur einen Haken mehr machen müssen, hat sie dann aber doch nicht gemacht. Jetzt, ja, wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr gerne mir den Test bezahlen, aber ich sehe nicht 100 Euro für was zu bezahlen, wo ich weiß, was da rauskommt. So, gleich kommen meine Eltern zum Essen, da wird nämlich richtig geil gecheppert und deshalb jetzt erstmal noch ein Käffchen. Was geht, Bibi? Party People in the House? So Leute, jetzt gleich kommen meine Eltern zum Essen und Luisa hat gestern schon fleißig gekocht, denn es wird einen Filet-Topf geben. Okay. Dazu gibt es noch einen Salat mit Öl-Essig-Dressing. Ja, wir werden zum einen einmal Spätzle machen. Ich werde mir Reis machen, weil ich von Reis einfach so ein bisschen satter werde. Will ja auch im Moment so ein bisschen, sag ich mal, in Form halten bzw. in Form kommen. Und ja, das aber halt ganz geschmeidig und da kann ich es mir einfach machen, anstatt Nudeln Reis setzen. So Leute, ein mega korrekter Abend neigt sich dem Ende zu. Meine Eltern sind bereits wieder weg und ja, was soll ich euch sagen? Mit 18 sind wir uns fast an der Gurgel gegangen, weil jeder sich so quasi oder weil man so auf so engen Raum gewohnt hat und einfach nicht mehr ja irgendwann seinen eigenen Weg gehen wollte und das sich einfach nicht mehr vorschreiben wollte, wann man essen soll und so weiter. Mittlerweile ist es echt so super gut einfach nur und das wird so häufig gesagt und so ist es auch einfach.
Wenn man sich erstmal so wieder ein bisschen Distanz gegönnt hat, seine eigenen Wege gegangen ist, dann ist es ganz häufig so, dass man sich auch mit seinen Eltern wieder richtig, richtig gut versteht. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ja, das war's mit dem heutigen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen werde ich eventuell direkt wieder ein Video drehen. Mal sehen, weil ich so die ein oder andere Neuigkeit für euch habe, die ich ja euch eigentlich noch zeigen möchte und die ich euch mitteilen möchte. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Sportsfreunde. Rein.